Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Es war ja ein ganz schön verregnetes Wochenende und zum Teil hat es geschüttet wie aus Eimern. Seit Samstag kamen in Torfhaus im Harz 107 Liter pro Quadratmeter zusammen, in Seesen in Niedersachsen 88, Wasserkuppe 86, Alfeld in Niedersachsen 76, auch in Wolfsburg waren es noch 66 Liter pro Quadratmeter. Also es war verbreitet, ziemlich nass, vor allem über der Mitte Deutschlands. Und jetzt gibt es mal eine Wetterberuhigung. Heute schon im Südwesten und Nordosten. Die sehen aber, da kommt schon wieder ein neues Tief. Das kringelt sich hier ziemlich eindrucksvoll auf dem Atlantik ein, zieht dann in unsere Richtung. Morgen aber zumindest über der Mitte Deutschlands richtig lange Sonnenschein, bevor im Laufe des Nachmittags aus Südwesten Schauer und Gewitter kommen. Einzige Region, wo es am Vormittag ganz schön trüb sein wird, ist der äußerste Nordosten. Auf Rügen lockert es dann erst am Nachmittag wieder auf. Das heißt aber, morgen endlich mal ein Tag mit richtig viel Sonne. Es werden doch verbreitet 8 bis 12 Stunden sein. Und zwar über der Mitte und dem Westen. Je weiter man dann nach Osten guckt, desto weniger Sonnenschein gibt es, weil dort am Vormittag dichte Wolken hängen. Im Laufe des Nachmittags kommen die ein bisschen weiter nach Südwesten voran. Dort nur 0 bis 2 Stunden Sonne. Und hier im Südwesten oder auch so Richtung Saarland und Eifel gerade mal 4 bis 6 Stunden, weil da schon relativ schnell die Schauer auftauchen werden. Jetzt in der Nacht aber lässt der Regen erst einmal nach. Einzig zum äußersten Nordosten noch nass, genauso wie im Bayerischen Wald, nach Westen und Südwesten hin locker bewölkt bis sternenklar. Hier und da kann es aber neblig sein, weil die Luft eben ziemlich feucht ist. Die Temperaturen sinken bis morgen früh unter den dichtesten Wolken auf 11 bis 9 Grad. Sonst werden es zum Teil nur 4 bis 7 Grad sein und in höher gelegenen Tälern kann es sogar leichten Frost oder Bodenfrost geben. Morgen Vormittag erstmal ein sonniger Start in den Tag, vor allem über der Mitte und dem Süden sowie Westen. Aus Nordosten kommt dann zum einen ein Tief, das Regen bringt und der kommt im Laufe des Nachmittags ein bisschen weiter nach Süden voran. Hier können am Vormittag schon einzelne Gewitter eingelagert sein, im Nachmittagsverlauf lockert es dann von der Ostsee her wieder auf, wird sogar recht sonnig. Aus Südwesten kommen dann allerdings Schauer und Gewitter. Da ist die Sonne dann auch nicht mehr ganz so häufig dabei. In einem Streifen von der Nordsee, also von Ostfriesland runter bis nach Bayern, aber richtig schönes Wetter. Temperaturen da auch meist zwischen 17 und 23 Grad. Im Nordosten, wo die Wolken etwas kompakter sind, 13 bis 15 Grad. Der Wind dazu dreht sich im Norden gegen den Uhrzeigersinn um das kleine Tief, was da liegt. Nach Südwesten hin ist der schwach, kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Und dieser schöne Sommertag im Westen und Südwesten, das wird eine Eintagsfliege sein, denn danach schon wieder deutlich wechselhafter. Häufig nass, Temperaturen gehen runter. Das heißt, Mittwoch gerade mal noch so 10 bis 18 Grad im Osten noch mal warm, dort dann Schauer und Gewitter. Sonst 12 bis 21 Grad am Donnerstag, da auch häufig nass. Und so richtig anhaltendes Frühlingswetter, das ist erst mal nicht in Sicht. Wahrscheinlich wird sogar erst Anfang Juni richtig warm.